4 Wochen haben sie durchmoderiert. Doch an diesem Tag gönnen sich die Star-Moderatoren Wolfram Brechtl und Gisbert Knopp einen halben Tag Pause im Elbtal. Wo ist der Jön? Brechtl und Knock bringen mit ihrer Anwesenheit Weltstadtflair nach Sachsen. Doch kurz vor Schloss Pillnitz. Ein alarmierender Anruf. Eine pensionierte Rentnerin verzweifelt am Kreuzworträtsel. Brechtl und Knock brechen ihre Spritztour kurzerhand ab und lassen alles stehen und liegen. Als der Notruf der hilflosen Rentnerin kam, haben wir alles sofort stehen und liegen lassen. In letzter Sekunde bringt Gutmensch Gisbert Knock die hilflose Rentnerin auf die richtige Spur. Star-Moderator mit 5 Buchstaben? K-N-O-C-K. Zurück auf der Elbe. Etwas Entspannung für die gestressten Showstars. Doch bald wieder klingelt das Telefon. Diesmal Alarm im Wildgatter. Ein kleines Meerschweinchen ist von der Mutter verstoßen worden. Mutterlos und mit gebrochenem Herzen. Ein Mensch ärgere dich nicht, Spiel hilft da doch wohl am besten. Keine Frage. Gutmensch Wolfram Brechtl kann einfach kein Leid sehen. Endlich ein paar Minuten Ruhe für die beiden Gutmenschen. Zeit für Reflexion. Unsere Prominenz ist ein Geschenk. Und wir spenden sie gern, um Emotionen zu löschen, da wo Herzen brennen. Und Sie können uns dabei helfen, mit einer selbstlosen Geste der Menschlichkeit. Kaufen Sie noch heute die Original Brechtl und Knock Gutmännchen. Weil Gutes tun einfach gut tut. Die Brechtl und Knock Gutmännchen Stiftung. So, haben wir's jetzt. Wie, jetzt Kinderheim. Kommt, Jungs, die stinken doch.